So, heute ist unser letzter regulärer Urlaubstag. Wir haben uns entschlossen, wieder eine kleine Radtour zu machen. Tagesausflug. Und zwar von, ja, in der Nähe von Ferlach fahren wir den Drauradweg ein Stück. Und dann fahren wir irgendwo so Richtung St. Kanzian, Kloppeiner See, Turnersee und irgendwie wieder zurück auf den Drauradweg. Schauen einfach mal, dass wir da mal ein bisschen was Neues kennenlernen. Das Ganze ist alles so östlich, südöstlich von Klagenfurt. Also eine ganz andere Ecke kennen wir noch gar nicht. Das Wetter ist schön, wird warm, oder ist schon warm. Wir fahren jetzt einfach mal los. Nach so ein bisschen Kuddelmuddel sind wir jetzt tatsächlich am Drauradweg angekommen. Wir müssen erst den Zug wieder finden. Aber jetzt sind wir richtig und fahren jetzt Richtung Annaburg. Ein typisches Stück des Drauradweges. Relativ, ja, monoton. Jetzt irgendwo noch ein ganzes Stück bis zur Annabrücke. Wir fahren jetzt über die Annabrücke. Also über die Drau. Keller in die Drau. Hier ist die Serpentin hoch zum Kloppeiner See. Nur ist klar, wir mussten das Drautal verlassen. Kloppeiner See, Turnersee, da sind wir richtig. Wir kommen jetzt hier am Kloppeiner See an. Nochmal ein Blick auf den Kloppeiner See. Sehr idyllisch, aber auch ruhig. Wir sind jetzt in Rückersdorf runtergefahren und auf dem Radweg Richtung Galizien. Dann kommen wir irgendwo bei der Annabrücke wieder raus, scheinbar. Mal schauen. Jetzt haben wir über so eine Wehranlage wieder. Sind wir wieder auf dem gleichen Weg wie auf dem Hinweg. Wir fahren dann jetzt irgendwo Richtung Annabrücke und dann den Drauradweg wieder zurück. Ja. Wie huckelig hier. Ups. So. So, jetzt sind wir mal parallel zu dem geschotterten Weg gefahren. Asphalt geht geringfügig leichter. Jetzt sind wir wieder an der Annabrücke. Wir haben gerade hier Wasser aufgefüllt. Wolfsdraublick. Trinkwasser. Kleiner Nebenfluss, der Drau. Da ist klar. Wir sind hier bei so einem Gasthaus auf der Hurben und jetzt gerade ein Eiskaffee gegessen und Linde einen schwarzen Kaffee ohne Milch, wie immer. Und ja, es scheint auch so eine Familienfeier zu sein und es war ja richtig gut und gemütlich. Jetzt fahren wir noch die Fahrt wieder zum Auto und dann ist die Tour vorbei. Oder der Ausflug. Jetzt sind wir wieder
angekommen am Auto. War ein schöner Ausflug. Gute 70 Kilometer. Heiß. Und ja, war ganz nett. Ja, das war's dann erstmal. Morgen geht's wieder heim. Also, macht's schön. Tschüssi.